Hallo. Soll ich fast an die Decke geknallt werden? Sieht aus wie ein Hühnerhaufen. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Maribel ist heute bei mir. Sie schläft heute bei mir und ich nähe es zu viel heute bei mir. Wir sind gerade ein bisschen shoppen. Morgen fahren wir noch zu Genie. Wir gönnen uns richtig gesund jetzt. Mmh, lecker! Mein Top-Bär. Ja, wir gucken gerade ein bisschen nach Klamotten. Liebst du auch so Oversize-Sachen? Ich auch. Es ist so chillig. Ich finde Fellsachen so bequem, weil man sich da so drin einkuscheln kann. Ja, immer doch. Es ist voll schön. Ja? Ja. Also Maribel und ich werden jetzt gleich wahrscheinlich zu Starbucks gehen und ein bisschen was trinken. Dann fahren wir, denke ich, auch schon gleich wieder nach Hause. Und dann machen wir nämlich Lebkuchen selber. Voll lecker. Wir sind schon irgendwie beide voll in Weihnachtsstimmung. Es hat richtig angefangen zu regnen und wir haben halt nur Papiertüten. Oh, das ist so kritisch. Every day is leg day. Why are you so obsessed with me? Why I wanna know. Also Maribel und ich werden jetzt Lebkuchen backen. Wir haben gerade was gegessen, Tomate Mozzarella und so Bruschetta und sowas. Und jetzt werden wir Lebkuchen machen. Lebkuchen ist einfach geil. Das ist der Shit, Leute. Just amazing. Wir benutzen gerne Körperteile als Beleidigung. Okay. Gravity. It's like a tutorial how to make perfect gingerbread. We prepared the dough. The dough. The dough. I think we will be a cute couple. Does it taste good? Yes. Mm. So in addition, you have to put the butter in it. So basically, you have to put normal sugar in your dough. We want to stay more healthy. We put white flour, flour sugar nice. In it. The butter, oh. Sugar, and the honey have to boil up. I can't open it. Could you please help me? We started off so strong. Do you think that we're looking like sisters? Because we think so. Yeah, we absolutely think that we're sisters. Yes. Mit dem wow. I made another mess. Also wir verrühren jetzt die Honigmasse mit der Mehlmasse. Vor allem wir haben gerade so Herbstferien und machen so voll Weihnachtssachen so. Voll nice. Oh, scheiße. Oh mein Gott, geil. Mhm. That shit. Wow. That mhm. Shit. Oh. Geil. Such express your mad feelings. It's so hot. Oh my gosh. It's kind of sticky. It's a sticky situation. Also wir müssen das jetzt gleich 2 Stunden ruhen lassen. Und dann können wir das im Backofen backen. Wir werden den Teig jetzt in Klarsichtfolie einwickeln, dass er sich ein bisschen ausruhen kann. Guck mal, es sieht aus wie ein Hundehaufen. Wird da genascht. Clean. Okay, also wir können jetzt weitermachen. Wir werden jetzt hier ein bisschen Mehl aufs Brett verteilen. Und dann rollen wir das mit dem... Nimm mal die andere Seite. Oh. Der Teig ist richtig gut geworden, finde ich. Ja, der ist voll perfekt. Ich möchte einen Kreis machen. Ein G für Genie. Perfekt. Lecker. Oh mein Gott. Und Timer stellen, stellst du? Ja. Alexa. Nice. Timer auf 14 Minuten. 14 Minuten, ab jetzt. Ich hasse Alexa. Wuhu! Wir müssen jetzt mit meinem Handy weiter filmen, weil der Akku meiner Kamera jetzt leer gegangen ist. Auf jeden Fall ist der Lebkuchen schon fertig.
Wir haben den gerade aus dem Backofen rausgeholt und guckt euch mal die Konsistenz an. Und das ist richtig schön weich so. Geil. Mach ihn weg. Haben wir super hinbekommen. Und geil. Also bei den Fertigen ist es so schon so 3 Jahre hingekommen. Sogar ich so. Hallo, du weißt nicht ab. Kommst du gut, ich warte. Oh mein Gott, dang. Wo ist denn die Fragment? So fresh und so schön. Bei mir ist dünn so und fett so. Guck mal, Maribel gibt mir so ein. Maribel gibt mir so ein Brownie und. Ich hab vergessen, das war so widerlich. Ich so, was hast du da reingegangen? So Kaffee und. Bah! Guten Morgen, Maribel und ich sitzen jetzt im Auto und fahren jetzt los zum Stall. Okay, wollen wir dann einfach losfahren? Ja. Let's go to Genie. Yes. Kurzer Zwischenstopp, wir haben uns gerade noch in der Tanke ein bisschen Food geholt. Wir haben auch noch Milcher Müsli da und Kokosnuss. Und wir haben auch noch eine Banane für Genie mitgenommen, weil sie liebt ja Bananen. Und eine für uns. Ja. Weil Maribel und ich wollen heute ein bisschen versuchen, uns gesünder zu ernähren, weil gestern haben wir viele Snacks gehabt mit unserem Lebkuchen. Ja, und ich mit meinen Brownies. Die geilen. Voll lecker. Boah, ich fühle mich immer viel fresher, wenn ich so gesunde Ernährung habe. Mhm. Nach Genie fahren wir zu Maribel. Runter. Oder runter? Ist das unten? Ich kenne mich nicht aus mit Erdkunde. Ich auch nicht. Wir fahren zu Maribel. Auf jeden Fall haben wir Sonne. Es soll eigentlich in einer halben Stunde regnen, deswegen sollten wir jetzt auch mal so zu Genie. Aber das Wetter sieht voll stabil aus, ja. Auch keine dunkle Wolke oder so. Eigentlich bin ich so der Meinung, so Pferde eindecken, nee, aber ich habe mir da so mehr Gedanken drüber gemacht. Wenn wir frieren, dann sind wir auch so verkrampft und haben auch keinen Bock, uns zu bewegen. Und so ist es bei den Pferden ja dann auch, wenn man reiten möchte. Deswegen reicht auch einfach eine Decke, so 50 Gramm Decke, die einfach nur gegen Regen ist und den Regen halt abhellen lässt. Und das macht so einen krassen Unterschied. Weil als ich geritten bin, nachdem ich keine Decke drauf hatte, Genie war richtig zickig drauf. Die ganze Zeit voll verkrampft, hat sich so zusammengezogen und es war halt voll nicht gut. Nachdem ich dann eine Decke drauf hatte, war sie halt viel entspannter und das ist so krass. Und deswegen werden wir heute am Ende dann die Decke drauf machen. Und dann ist Genie schön geschützt, weil es soll halt in der Nacht regnen. Fällt ihr das auch so, wenn ihr eine Reithose anhabt und dann so einen normalen Pulli oder Outfit so? Ich finde es so schön. Ja, ich finde es auch richtig geil. Also richtig Reiter-Lifestyle so. Sehr gesunde Fette. Voll lecker. Mhm. Lass mal für die Pferde irgendwas kochen so. Ja, oh mein Gott. Fünf Menü. Und sollen wir los? Ja. Also, wie cool ist das bitte? Das hier ein Schwein. Hi, wie süß ist. Hi, ein Schwein am Stall. Das ist so cool. Die Wolke sieht mir nicht geheuer aus. Oh. Mein Licht funktioniert wieder. Ich nehme jetzt meinen Halfter mit, dann meine Gerte. Die ist noch relativ neu, weil meine alte ist mir kaputt gegangen. Die ist nämlich hier unten aufgerissen. Ich fütter halt Leckerlis ohne Zucker. Das sind diese hier. Da ist auch kein Getreide drin. Und zwar fütter ich diese Leckerlis dann sozusagen als Mineralfutter einfach so zwischendurch. Boah, die haben immer so viele Steine drin. Ja. Das ist so geil. Ohne Spaß, ich habe nie ein Pferd gesehen, was sich gerne in den Ohren bürsten lässt. Ne? Normalerweise hassen Pferde das mal richtig. Oh, so süß. Bananenschale hier drin vergessen. Gib mir einen Kuss. Hallo, bitte. Hallo.
Bitte, bitte, hallo. Riech verzweifelt, bitte. Ich komme nicht dran. Also wir werden jetzt Jeannie hier noch in der Halle ein bisschen laufen lassen und wälzen, wenn sie möchte, weil die ist jetzt schön leer. Galopp! Oha, sie hat einen fliegenden Wechsel gemacht, hast du es gesehen? Super. Hey. Fein. Boah, das ist so süß. Immer wenn sie sich so austobt, dann kommt sie irgendwann, wenn sie genug hat, zu mir. Das ist voll cute. Wir lassen Jean jetzt noch ein bisschen Schritt gehen und dann packen wir ihr eine Decke drauf, weil es ja so doll regnen soll. Und dann fahren wir auch schon weiter. Also es fängt an zu regnen. Ja, das ist echt eklig. Oh süß. Oh mein Gott, die ist so schön. Irgendwie habe ich immer rot an ihr. Ich habe total einmal rote Flecken. Aber rot passt auch mega, sieht richtig schön aus. Voll weihnachtlich. Richtig wie so ein Weihnachtspferd. Leute, und immer wenn ihr eine Decke drauf packt, macht zuerst vorne zu. Weil wenn ihr zuerst die Bauchgurte zumacht und das Pferd sich irgendwie erschreckt oder so, kann die Decke nach hinten rutschen und dann sind die Bauchgurte so an ihren Beinen. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Ah! Richtig schön mit der roten Decke. Sollen wir die dann wegpacken? Ja. Eine Banane. Was soll das? Was soll das? Da würde ich einfach dein Essen weggegessen. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Hi. Ja, ich liebe Bananen. Ich merke schon. Warte doch. Ich muss mich erstmal sortieren. If you're happy and you know it. Danach leckt sie immer schon lange meine Finger ab, weil die sind noch Bananen. Aber Bananen sind noch geil, ne? Jeannie hat Geschmack. Ja. Lucky fand eine Banane richtig scary. Ich hab ihm neulich eine gegeben, der fand die richtig komisch. Ja, gönn dir noch ein bisschen die Eisenstange, das ist schon sehr lecker. Ja. Mmh. Tschüss, Kleine. Geh dich schön unterstellen. Also wir sind gerade bei Maribel zu Hause. Wir haben auch schon geduscht und so und wir essen gerade. Also ich habe hier Zucchini-Nudeln mit Tofu und sowas. Und was hast du? Kürbissuppe und was war gerade noch? Gemüse in der Soße, in einer Soße. Nice, also salzig geschmeckt hat. Gesund halten wir richtig ein und wir gucken gerade Shadowhunters. Ich muss mir echt mal vornehmen, eine Serie zu Ende zu gucken, weil ich gucke immer so erste Folge oder noch ein bisschen und dann so Bei Riverdale wird das alles so in der dritten Staffel unrealistisch und so, ja. Ja. Und dann dachte ich mir auch so Und so Vampire Diaries sagt ja jeder, wird die achte Staffel scheiße so. Ja, so, weil irgendwer stirbt am Ende, aber das wollen wir jetzt mal nicht erzählen hier. Schlechter, das ist richtig schade. Wir sind doch gar nicht mehr zu Lucky gefahren, weil das Wetter war dann auch verkacke und wir wollten lieber ins Warme und wir werden aber demnächst. Ja, vielleicht treffen sie diese Woche nochmal und fahren dann zu Lucky, ne? Yes. Irgendwie habe ich nur Essensszenen von uns so im Kopf die ganze Zeit. Im Auto. Stimmt, halt eigentlich echt so. Geil. Tschüssi. Irgendwie vergessen wir die ganze Zeit zu filmen, ey. Richtig abfuck. Wir machen gerade Fotos und die passieren auf dem Bett. Ist zwar eine bisschen komische Situation, aber Aber wir sind hier ganz um falsche Dinge tun. Auf jeden Fall haben wir gerade schon voll viele TikToks gemacht, richtig lustige auch. Ich saß auf Maribels Schulter, weil ich fast an die Decke geknallt wäre. Oh mein Gott, ja. Jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Gleich holt mich ein Freund ab. Wir haben jetzt schon 7:45, ne? Oh. Oh, wir haben 8:01. Let's go. Das war's jetzt mit Lipsk. Das war's jetzt mit dem Video. Es war eine mega, mega geile Übernachtung und voll der schöne Tag mit dir.
Und wir werden auf jeden Fall die Bilder, die wir gemacht haben, auf Insta posten und die TikToks. Yes. Wir treffen uns ja auch die Tage, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war echt geil. Und deswegen, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!